In Sachen Gastronomie gibt es in der Ostschweiz kaum eine bessere Adresse als der Gupf zu Rehetobel. Jetzt macht der Besitzer vom Gupf weiter unten im Dorf ein weiteres Restaurant auf und investiert für das trotz wirtschaftlich schwieriger Bedingungen in der Corona-Zeit 12 Millionen Franken. Der Tyron Kaiser und Nicole Milz haben kurz vor der Eröffnung vorbeigeschaut. Das ist das neue Restaurant Dorfhaus zu Rehetobel. 20 Hotelzimmer, ein Restaurant mit einer offenen Küche und einer Magnothek. So sieht der neueste Wurf vom 83-jährigen Gastronom Mick Eberle aus. Im Gegensatz zum Gupf, wo eher gehobene Gäste anzieht, soll das Dorfhaus ein Restaurant für alle sein. Wir haben den Eventraum, wir haben für Hochzeiten alles zusammen, wir haben verschiedene Stuben. Es ist ein grosses Ding da, wo man kann von außen hocken und innen hocken. Man kann überhaupt alles machen, was man von einem Hotel wünscht. Der Mick Eberle hat 12 Millionen Franken in den Neubau investiert. Jetzt soll am Freitag die Eröffnung stattfinden. Ein mutiger Schritt zu Corona-Zeiten. So ein Projekt, das entstand vor der Corona-Zeit. Und dann haben wir eine Art wie einen Bauer abgeschlossen, Verträge gemacht und so weiter. Und dann hat sie uns verwischt, wo mitten im Bau. Und das ist ja eine ganz klare Sache. Wir sind nicht Politiker, die das Zeug wegwerfen, sondern wir sind Unternehmer, die das Zeug zu ihm führen und halt den Glauben haben, es tut. Und es tut auch. Auch beim Bau des Hauses war der Chef persönlich dabei. Das Herzstück des Restaurants ist die offene Küche mit einem Spezialgrill. Wer hier reinläuft, soll das Brot aus dem Steinofen gleich schmecken und das Fleisch auf dem Grill rotieren sehen. Auch für Weingenüsser gibt es im unteren Stock etwas Besonderes. Eine Magnothek, die 300 Weine in Magnumflaschen beherbergt. Die einzige in der Schweiz. Wir wollten auch uns gegenüber dem Gupf differenzieren. Das war unser grosses Ziel, nicht, dass man in Rehetobel den gleichen Betrieb nochmal einfach im Dorf macht. Wir haben uns wirklich gesagt, wir wollen eine einfache Geschichte, rustikal, die Leute sollen kommen. Einen guten Grill. Wir haben hier unseren Grill aus den USA. Der ist jetzt der dritte in der Schweiz, der in der Gastronomie ist. Einen haben wir in Zermatt, in Zürich und in Rehetobel. Den habe ich letztes Jahr selber noch in den USA bestellen. Küche und Restaurant sind bereit. Die Eröffnung ist dann am Freitag. Der Mick Eberle ist überzeugt, dass das Restaurant Dorfhaus trotz Corona ein Erfolg wird. Er wünscht sich einfach ein bisschen mehr Planungssicherheit. Also es ist einfach schwierig. Ich sage es nochmal mit unseren Politikern, die stündlich ihre Meinung ändern. Dann ist Maske, dann ist keine Maske. Dann ist wieder 2 Meter Abstand, 1 Meter Abstand und so weiter. So also machen sie unsere Branche kaputt. Und da muss man jetzt schauen, dass sie mal endlich stabil werden und wir das einhalten. Und dann würden wir das überstehen. In einem Jahr redet niemand mehr davon.